Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit dem Thomas und zwar nicht im Bikepark, sondern in einem Fitnessstudio. Heute drehen wir den Spieß mal so ein bisschen um. Das heißt, ich werde den Thomas heute trainieren. Er hat mir gesagt, er möchte ein bisschen Bauch, Hüftspeck und Schultern machen. Ne? Und ja, das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich habe mir da ein bisschen was ausgedacht und wir werden nicht an den Geräten hier trainieren. Wir werden keine Gewichte benutzen und so, sondern wir werden nur unseren eigenen Körper benutzen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, du wirst dich gar nicht so schlecht anstellen, nachdem ich das jetzt eben auf dem Duffy-Board eben gesehen habe. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir drehen jetzt direkt eine Runde in den Kursraum und legen dann auch direkt los. Mir ist noch wichtig zu sagen, dass wir das machen, unter anderem deswegen, weil er dann natürlich ein cooler Typ ist und mir, wenn man mal seine Welt zeigen will. Und ich halt bisher nur Sachen mache, die wirklich für meinen Bikesport gut sind. Und mir ist halt wichtig, dass ihr die Sachen vielleicht tatsächlich einfach alle zu Hause machen könnt, ohne ein Fitnessstudio. Das war die Bedingung. Ich habe dann noch ein paar bikespezifische Sachen mitgebracht, die wir dann gleich mal kurz vorstellen. Ne? Auf geht's! Auf geht's! Okay, das Allerwichtigste zum Anfang beim Training ist natürlich immer ein Warm-up. Und wir machen jetzt einfach mal so ein Standard-Warm-up. Ich mache das immer so, dass ich einfach wirklich alle Gelenke einmal durchkreise, um die Gelenkflüssigkeit zu aktivieren. Im Anschluss ein bisschen Herz-Kreislauf-System aktivieren. Dann eventuell noch so einen kleinen Pre-Stretch, damit die Muskulatur einfach vorbereitet ist auf die kommende Belastung. Ganz easy, ich mache einfach vor und du machst nach. Und ja, das war's eigentlich. Okay. Ich hätte mich ja schon fast zu viel abgebrochen. So, face to face. Wir schneiden den Kopf nur vorne von der einen Schulter zur anderen. Wunderbar. Und etwas weiter als hüftbreit aufstellen. Rechten kreisen. Es ist ja ziemlich schwer, ohne Equipment zu Hause die Handgelenke zu trainieren. Die meisten, die die Unterarme oder Handgelenke trainieren, machen das ja so mit Gewichten oder so einem Stock und so einem Gewicht dran, was hier irgendwie so hochkurbelt. Was viele immer so ein bisschen vergessen, sagen zwar dann Handgelenke trainieren, aber eigentlich kannst du kein Gelenk trainieren. Das ist ja kein... Nur das Drumherum eigentlich. Das Gelenk genau. Selber hat keine Kraft. Genau, richtig. Und das heißt, wir müssen unseren Unterarm trainieren und halt eigentlich unsere Griffkraft auch. Das ist nicht so einfach ohne Gewichte. Wir gehen erstmal in eine easy, neutrale Position. Hier. Und gehen nur von hier. Immer tief, tief, hoch, hoch und tief, tief, hoch, hoch. Genau. Und versuchen immer dabei wirklich uns in den Boden reinzukrallen. Nicht, dass der kaputt ist vielleicht. Auch für alle Leute, die immer Handgelenkschmerzen haben bei Liegestütze und so ein Kram. Einfach versuchen aktiv in den Boden zu greifen, damit stabilisiert ihr eure Muskulatur, kräftigt es den Unterarm und das Ganze ist ein bisschen angenehmer. Wir machen das jetzt gleich in drei verschiedenen Positionen. Und zwar im Breakletics Hit the Beat Style. Es gibt drei Intervalle. 5, 6, 7, 8. Wir haben aktive Pausen. In den aktiven Pausen lockern wir einfach nur ein bisschen. Erste Variation ist genauso, wie wir es hier gemacht haben, damit wir einfach so den Ablauf lernen. Und wir machen jede Bewegung im halben Tempo. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rückwärts zurück. Dann Level 2 ist hier Boxposition. Die Knie sind unter der Hüfte. Achte darauf, dass die Knie nicht so nach innen fallen, sondern wirklich in einer Linie sind mit deiner Ferse. Beine sind 90 Grad Winkel, genau. Und dann machen wir das nochmal. Tack, 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 genau. Und dann die nächst schwierige Variation ist das Ganze in der Plank. Das heißt, wir sind ganz hinten und versuchen tack, 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 tack. Wenn du merkst, dass dir eher schneller oder langsamer besser liegt, mach dann ruhig schneller oder langsamer. Okay. Langsamer ist schwieriger. Ganz easy, ohne alles, einfach nur ein halbes Tempo. Mach immer so. Hoch, tief, tief. Hoch. Hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief,
Break. Das ist schon Pause, war easy, erste Runde. Jetzt das Ganze in der Boxposition bedeutet hier, schön stabil stehen, Knie unter der Hüfte, Schultern über den Handgelenken. Achtung, die Musik zählt uns wieder ein. Und da, 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 da. Sehr gut. Mach weiter. Yes, genau so. Versuch noch ein Ticken weiter nach vorne zu kommen mit den Schultern. Gleich geschafft, nicht aufgeben. Und 5, 6, 7, Pause. Sehr gut. Was wir jetzt machen, bezieht sich wirklich auf Bauchmuskulatur, Schulter, Rumpf, eigentlich alles. Was nicht so viel dabei ist, ist Beine. Aber ist auch nicht ganz so schlimm, ne? Beim Radfahren trainierst du eh viel Beine. Maschine. So, ich bringe dir erstmal ganz entspannt die Übung bei. Das Allerwichtigste dabei ist, die Übung sieht jetzt erstmal ziemlich low aus eigentlich, aber bedeutet, du brauchst trotzdem viel Kontrolle über den Körper. Die Übung heißt Step Front. Wir starten wieder in der Plank-Position, so wie du sie eben schon gemacht hast. Dann kommt ein Knie nach vorne unter die Hüfte und das andere Bein geht raus zur Seite. Dann zurück, zurück. Das gleiche auf der anderen Seite. Step vor, zur Seite, zurück, zurück. Wieder halbes Tempo. Ich versuche es. Auf geht's. Rechtes Bein beginnt und Step, Seite, zurück, zurück und Step, Seite, zurück, zurück. Nur unter die Hüfte das Knie. Ja, hab ich gerade gemerkt. Sehr gut. Zack, zurück. Schultern bleiben vorne über den Handgelenken. Und Step, Seite, zurück, zurück. Step, Seite, zurück. Zurück. Letztes Intervall. Und Step, Front, Back, Back, Step. Kein Problem, komm zurück, halbes Tempo. Und jetzt Step, Seite, zurück, zurück. Step, Seite, Back, Back. Durchhalten, fast geschafft. Bleib mit den Schultern vorne. Nicht so weit zurückgehen. Schon geschafft. Sehr gut. So, sieht eigentlich wild aus, Übung. Ist aber anstrengend, das kann ich euch sagen. So, jetzt machen wir nochmal so eine kleine Basic-Übung zur Plank- und zur Boxposition. Die meisten Leute können keine richtige Plank und keine richtige Boxposition halten und geschweige denn diesen Schritt richtig perfekt ausführen. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen uns jetzt so einen Stab zur Hilfe. Der Stab kommt auf unseren Rücken, genau auf die Wirbelsäule und der darf halt nicht runterfallen. Das heißt, die Position. So, jetzt habe ich den Stab hier drauf und wenn ich jetzt versuche zurück und zurück zu gehen, darf der Stab nicht weggehen. Genauso bei der Übung. Und erst dann fängt man wirklich an zu begreifen, okay, in welche Muskelgruppen geht die Übung jetzt wirklich rein. Jetzt die Brust ein bisschen rausdrücken. Ja, das war ein bisschen zu viel. Perfekt. Jetzt bist du optimal gerade. Gut. Jetzt ist eigentlich wie beim Biken. Du merkst dir jetzt das Körpergefühl, was du im Rücken hast. Ja. Und kannst jetzt mal versuchen, ganz langsam die Füße zurück und wieder nach vorne zu nehmen. Perfekt. Sehr gut. Optimal. Erster Versuch hat direkt funktioniert. Jetzt, wenn du dich danach fühlst, versuchst du die Übung von gerade eben. Das heißt, wieder ein Knie nach vorne und jetzt Achtung, mit dem Becken genau nicht zu weit aufdrehen. Perfekt. Ihr seht beim Thomas jetzt schon, dass das Becken jetzt viel stabiler ist.
Das Becken wandert gar nicht mehr nach links und rechts, sondern ist genau in einer Linie zum Boden. Yes. Ja, optimal. Richtig gut. Ja, jetzt die Klebeband wieder wegmachen von dem Stab. Was hat sich für dich anders angefühlt in dem Moment, wo wir es mit Stab gemacht haben? In dem Moment, wo wir den Stab als Hilfe benutzen, habe ich so einen Fixpunkt, den ich merke in der Wirbelsäule. Sonst kann ich mich ja frei bewegen und merke nicht, wenn ich mich bewege. War es anstrengender mit Stab oder ohne? Mit Stab. Mit Stab, ne? Ja. Ja. Weil man kann wahrscheinlich einfach andere Muskelgruppen mit einbezieht, ne? Man kann einfach nicht mehr schummeln, es geht nicht. Okay, perfekt. Dann zeige ich dir jetzt eine Übung, wie du den Trizeps trotzdem trainieren kannst, auch trotz ohne Gewichte und so weiter und so fort. Im Prinzip imitiert das die Übung French Press beim Pumpen. Ja. Da liegt man mit so einer SZ-Stange so und drückt das immer so nach. Ah, ich kenne das, genau. Kenn ich mit so einem Seil hatte ich das früher. Oder? Genau, so, genau, genau, das Gleiche. Ja. Und das machen wir jetzt halt auf dem Boden, ohne Gewichte, ohne alles. Freue ich mich, wenn der Daniel wieder zum Fahrradfahren zu mir kommt. Okay, im Prinzip ganz, ganz easy. Jetzt kannst du das machen, was wir eben in der Plank nicht machen durften. Und zwar ist das, nach vorne zu gehen. Ja. Weil wenn wir hier sind, ja, das geht zwar auch nach hier runter, ist aber extrem, extrem schwer. Was wir jetzt versuchen, ist einfach die Plank zu machen. Geh ein bisschen nach hinten und wenn du es einfach haben willst, kannst du auch die Knie noch aussetzen am Anfang. Das ist dann ein Level leichter. Und jetzt versuchen wir mit den Ellbogen Richtung Boden zu kommen und pushen wieder hoch. Dabei immer darauf achten, dass du nicht zur Seite mit dem Ellbogen ausweichst. Nicht so wie beim Balken, so die gewohnte Position. Genau, nicht im Gorilla machen, sondern das, was wir beim Biken nicht machen wollen, die Ellbogen nach hinten unten nehmen. Also parallel unterm Oberkörper. Bleiben. Genau, praktisch hier, wenn du dir so eine Linie nimmst am Boden, bleibst du exakt auf dieser Linie. Ellbogen schön nach hinten, Spannung im Körper halten. Die Rücken heißt so? Genau, hier eine Linie haben. Genau. Dass das hier praktisch nicht zur Seite gehen kann. Genau. Das ist für mich natürlich super ungewohnt, die Bewegung. Das ist für mich das andere ja ganz natürlich. Gleich geschafft, nicht aufgeben. 5, 6, 7, break. So, erstes Warm-up geschafft. Wir machen eine kleine Pause, wischen eben kurz den Boden ganz frisch und dann geht's weiter. So, Pause vorbei. Wir machen jetzt das Bauchtraining und kombinieren das mit dem Hüftspecktraining, was du ja gesagt hast. Ganz, ganz wichtig einmal zu sagen, ich glaube, ich habe das schon tausendmal in irgendwelchen alten Videos gesagt, aber desto mehr du den Bauch trainierst, ne, desto weniger flach wird der. Weil Bauchmuskeltraining, du trainierst ja auch nicht den Bizeps, damit der schmaler wird und dünner wird, sondern damit er dicker wird. Das heißt also, wenn du Bauchmuskulatur trainierst, heißt es nicht, dass du den Bauchumfang verlierst. Wenn du die Bauchmuskeln zum Vorschein bringen willst, dann musst du halt eine Diät machen. Ne? Anders geht's nicht. Sixpack wird immer in der Küche gemacht. Bauchmuskeln sind halt auch nicht nur optisch schön, sondern einfach wichtig für unsere Haltung, ne? Für unseren Rücken. Oft Leute, die Rückenschmerzen haben, unterer Rücken, die haben einfach eine zu schlechte untere Bauchmuskulatur. Wir kombinieren jetzt eine ganz normale Easy Crunches. Hast du bestimmt schon mal gemacht, ne? Oh. Funktioniert so. Wir sind hier in Rückenlage, Beine 90 Grad. Bauchnabel zieht Richtung Matte. Die Schulterblätter liegen niemals auf dem Boden. Du kannst jetzt entscheiden, ob du die Arme hier hinnehmen möchtest. Das ist leichter. Das ist mittelschwer. Das ist ganz schwer. Desto längerer Hebel, desto schwerer wird es. Drehen wir uns hierhin, wieder in die Plank zur Seite und machen Mountain Climber. Bei Stelle laufen. Ja, Knie immer zur Brust ziehen. Genau. Und man darf uns nicht hören, wie ein Ninja. Genau. Das kann man ja wegschneiden, den Ton. So, hoch am leichtesten. Ja. Wie auf Schienen. Schulterblätter liegen nie ab. Ja. 5 Sekunden hoch, eine runter. 8. Runter. Runter. Runter, sehr gut.
versuchen wir die Schulter immer über den Handgelenken zu lassen. Genau, richtig. Die Beine weg. Versuch die Beine auf einer Position zu lassen. Ich komme nicht mehr hoch. Gehen dann immer weg, ne? Wenn der Kraft nachlässt. Ja. Oh. Ah. Habe ich jetzt ein Sixpack? Ja. Ja, gut, okay. Sixpack fertig. Aber anders selten, versteckt. So. Ja, total Spaß. Das war so eine kleine Kombi. Das waren beides eigentlich Bauchübungen tatsächlich. Die Mountain Climb was auch. Aber zusätzlich halt Cardio und der Wechsel aus Cardio und dann ruhiger Kraft ist halt immer besonders anstrengend. Effektiv haben wir jetzt, wenn man das ganze Training zusammenzählt, circa 20 Minuten nur trainiert. Ja, ich würde sagen aber, du hast ja noch ein bisschen was anderes vorbereitet. Ja. Ich bin im Bereich Fitness natürlich, wie ihr gesehen habt, nicht so gerade der Bewandertste. Ich habe natürlich nur Fitness-Sachen, die meinen Sport betreffen. Wie man weiß, ich tue Mountainbiken im Gravity-Bereich und habe zwei Sportgeräte mitgebracht, die einem extrem helfen können, ein besserer Biker zu werden und vor allem die Verletzungen vorbeugen können. Soll ich die mal holen? Jetzt habe ich Angst wieder. Wir fangen mal mit dem Prep an, das Ganze ja gut. Normale Spur schwerer nach dem Training. Der Daniel leider nicht, aber der Daniel.